Wir sind heute nur drei Maschinen, das macht aber nichts. Das sollten wir gerade so schaffen können. Wir begleiten den Höhenaufklärer Roland, der auf 5500 Meter die Front abfliegt und einen passenden Übergang über den Fluss Don oder seinen Nebenfluss, der nach Norden abweicht, einen passenden Übergang, um unsere Bodentruppen darüber zu drücken und da einen Brückenkopf zu bilden, um den Angriff im Anschluss weiter nach Kalach zu treiben. Diese Mission, die wir hier fliegen, die hat zwei Auswirkungen. Erste Auswirkung, der Aufklärer schafft es. In dem Fall wird die nächste Mission der günstigste aller drei Übergänge für unsere Bodentruppen sein. Fall 2, der Aufklärer wird vernichtet. In diesem Fall wird der Übergang einer, egal welcher, von den dreien, die wir jetzt hier aufklären können, entsprechend sein. Also nicht unbedingt der günstigste, könnte aber sein. Okay, so viel dazu. Das heißt, das Überleben des Aufklärers hat höchste Priorität, wenn wir den günstigsten Übergang kriegen wollen. Den Aufklärer, der Rendezvous-Punkt mit dem Aufklärer ist über unserem Flugplatz auf Honey 5500. Das bedeutet, wir steigen gleich und schrauben uns danach direkt hoch auf Honey 6000. Warten auf den Aufklärer und begleiten ihn. Der wird im Planquadrat 14 über Surovkino nach Norden abdrehen und erstmal an dem Fluss folgen, dem dünnen Fluss. Dann im Planquadrat 0915 nach Osten abdrehen, um von Norden aus auf dem Übergang Anton aufzuklären. Ist der Aufklärer im Bereich, kreist er anderthalb Minuten über dem Ziel und macht Fotos. Sind diese anderthalb Minuten abgelaufen, fliegen wir weiter nach Süden zum nächsten Übergang Bertha. Wieder anderthalb Minuten fotografieren, danach weiter nach Süden, Übergang Cäsar. Übergang Cäsar ist keine Festbrücke, sondern ist eher eine sehr günstige Möglichkeit, da entweder eine Behelfsbrücke oder tatsächlich die Fähre zu nutzen, um die Truppen rüberzukriegen. Ist das passiert, begleiten wir den Aufklärer noch bis Tormosin. Da übernimmt das JG-52 und wir fliegen zurück nach Sekretor. Gibt es Fragen bis hierher? Nein. Eine, wie sieht's mit der Flak aus? Ja, das ist eine gute Frage. Die Flak können wir nicht beeinflussen. Also wir fliegen die Front lang und wo Flak ist, da ist Flak. Da können wir nur hoffen. Okay. Wir fliegen ziemlich hoch. Also die Chance ist groß, dass wir nicht unbedingt so viel Flak-Gesellschaft kriegen. Mehr kann ich nicht sagen. Sonst noch irgendwas? Irgendwas unklar jetzt? Nö, alles klar. Okay, dann bin ich auch bereit. Und wir können eigentlich loslegen. Corridoren, viel Glück. Danke. Ja, Glück. Motor an, 5. Maschinen klar, Motor an. 4 Motor an. Denk dran, Steuerung R. Steffen, wenn du gleich stehst, achten wir uns hier drauf, ob jetzt die Signalpistole kommt. Ja. Steffen, stellst du dich ein bisschen weiter links, oder? Ja, kann ich machen. Weil ich stelle mich ja dann wieder hinter André, ne? Aber du kannst dich in die Mitte von uns beiden stellen, wenn es zutritt.
Okay, 5 steht. Gut, ist fertig für Rakete. Vektor, bin ebenfalls fertig. Cockpithaube geht zu, 4 ist fertig für Rakete. Okay, läuft Rakete. Die startet, ja, rechts. Und Rakete. 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 Solo. 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 Direkt auf 09 Atta und gehen die Platzrunde über Lisa und wir steigen dabei. War das gerade ein bisschen knapp? Nö, das war ja nicht knapp. Seitenruder hier treten, Gas rausgenommen, so wie jetzt. Winkel. So, Hanni. Ja, Hanni 6000 ist hoch. Jens, bin dran. Jo, ich bin dran. Viktor. Klasse. Bin auf 09 Atta. Bin ich ganz schön vom Rendezvous-Punkt getrennt hier. Ich hoffe, wir kriegen Roland jetzt. Wir sind auf 5400, der müsste auf unserer Höhe sein. Schaut mal ein bisschen mit dem mit, ja? Ja. Hinter uns, auf unserer 6 Uhr Oberhalb. Dreh weiter ein. Dann ja, ich sehe ihn. Kann ich mich hinter den setzen oder soll ich mich an euch erstmal halten? Nee, setzt euch mal hinter den. Wir machen das jetzt so, dass wir uns alle drei über ihn verteilen, ja? Wir lösen jetzt unsere Formation auf, es geht nur noch um Roland jetzt. Alles, was ihm zu nahe kommt, muss abgedrängt werden. Viktor. Wir sprechen uns ab, ja? Wer den Feind sehen sollte, der geht an ihn ran und die anderen bleiben oben und decken das Ganze. Klar soweit? Ja. Viktor. Ich habe Roland gerade gesehen. Ja, gesehen, er ist auf Caruso 0, genau 090. Okay. Jetzt ist dahinter. Da bin ich gleich. Wie schnell fliegt der? Ricardo? Wie schnell ist der? Weiß ich nicht. Guck. Aber für Joachim nach, ich will schnell unterwegs sein. Was sagtest du, der muss schnell unterwegs sein? Ja. Ja, also ich mach nachts so einen Aufklärer ohne Bomb. Der wird schnell unterwegs sein. Ich flieg ihm auf Gefechtsleistung hinterher und der wird im Revi gerade nicht größer. Ja, du kriegst ihn schon. Ich bin auch auf Gefechtsleistung dahinter. Nimm die Maschine aus, schön. Caruso 070. Ja, Steffen gehört? Ja, 070, 70 Grad. Hast du uns? Ich hab euch, ich hab ich jedenfalls, aber den Rest sehe ich durch den Dunst. Ihr seid im Dunst verschwunden. Viktor. Aber wenn du sagst, 70 Grad, passt das schon. Komm ran. Ich geh mal ein bisschen auf Notleistung oder? Gefechtsleistung, ja. Halbe Stunde hab ich ja.
Jetzt, ich bin auf deiner 4 Uhr weit. Victor, Victor. Ich hab ihn auch im Blick. Hast du ihn, Steff? Ja, ich hab ihn. Sehr gut, er ist meine 1 Uhr voraus. Ja, kein Winter mehr, ne? Kein Winter, keine Kondens. Zumindest weiter oben erst Kondens, ne? Ab 1000 müsste aber dann Kondens kommen, oder? Ja, aber überleg mal. 1000 Meter, du. Jens, bist du das auf meiner Höhe? Auf meiner 3? Ich wackel gerade an. Guck mal auf deine 10. Ja, ja. Okay. Bist du? Ich bin auf 12 Uhr oberhalb. Ja, okay, jetzt hab ich dich erkannt. Alter, ist aber diesig hier oben, ja? Ricardo? Ist aber sehr diesig hier oben. Ja, ein bisschen. Ja, ja. Er dreht jetzt gerade seine Kurve. Na, der Don, der Fluss ist vor uns. Siehst du das? Kennst du ihn? Ja, ich sehe mehrere Flüsse. Ja, der auf unserer 12 Uhr. 12 Uhr von Roland jetzt, das ist der gemeint ist. Der langgezogene. Um den geht genau. Und weiter nach rechts verlaufen, von unserer Sicht aus jetzt kommt der Dockfluss da hinten an der großen Kreuzung. Wer ist denn? Ich bin weiter weg, das bin ich. Ja, du bist genau über mir, hinter mir hoch. Das bin ich, stimmt. Okay. Jetzt ist weiter weg. Okay. Ich bin auf Roland seiner 5 Uhr. Alles klar. Etwas weiter. Ich bin auf seiner hohen 7. Ja, bei dem Rolfkurs von ihm gerade ist er halt unter mich geflogen und dann konnte ich halt nur schätzen, wo er herfliegt. Achtung, er schießt, Roland schießt. Ja, hinter uns. Meldet da Idee kommt was, einer. Wer geht rein? Ja, ich gehe rein. Okay. Wenn ich ihn nicht treffe, Steffen, gehst du. Ich sehe ihn gerade auch gut, ich könnte reingehen, André. Ja, aber der wird ihn noch nicht angreifen. Hast du gehört? Kommt noch einer. Zwei Stück habe ich gesehen. So. Zwei Stück habe ich gesehen. Mach, Steffen, geh rein. Ich ja jetzt schon. Ich bin doch gar nicht dran an dem. Okay, dann lass. Roland schießt nicht mehr. Ich. Der hat abgelassen. Ja. Weg. Roland hat jetzt eingedreht auf 120, 130 Grad überrollt. Ich kann euch sehen. Okay, bin über ihm. Steffen, kannst du mal nach hinten gucken, du? Ja, siehst du meine 6? Ja, also, du hast eine 6, die folgt dir. Ne, das bin ich wahrscheinlich. Okay, dann ist gut. Wenn André gerade Lisa macht, dann bin ich das. Nein. Ich habe keine 6, seid ihr das? Ich habe zwei Maschinen vor mir, eine Verfolgung vor mir. Jetzt geht einer Rolf. Jetzt geht er wieder Lisa. Ich wackel mal an. Er sagt, ja, das bist du, Steffen, ich bin hinter dir. Steffen, geh höher als Roland. Alle gehen höher als Roland. Victor, ich hatte den gerade verloren. Steffen, ich war hinter dir. Okay, boah, Alter. Eine Maschine zieht gerade hoch. Ich bin das. Ich zieh jetzt hoch. Ja, du auch. Okay, wir sind alle bei Roland. Ich bin auf eurer weißen 6. Ich habe zwei Flugzeuge hinter mir. Vor mir ist Steffen. Das heißt, einer von den beiden muss ein Feind sein. Ja, einer von beiden bin ich, aber ich sehe nicht, ob ich eine 6 habe. Steffen, gib mir mal Caruso. 154 Grad fliegt er gerade. 155. Ja, ich bin dran. Danke. Ich habe mich bis auf meiner 5 Uhr etwas weiter hinten.
Wo ist denn so, lass mal auf. Wo ist denn. Denn, Dings hin? Ich bin hinter euch. Auf weit. Ach, Ronald habe ich auch. Roland habe ich auch gesehen. Aber Moment, folgt niemand Roland unter wir drei. Glaub ich. Ja, ja gut. So, der dreht jetzt anderthalb Minuten. Okay Leute, wir müssen aufpassen. Es geht überall hoch, wir kriegen Flak. Roland kriegt Flak. Ja, ist so. Ist halt so. Steigt über Roland Kreis. Guckt. So. Steffen, ich komme aus Richtung Nordwest rein. Ich habe eine weite, nee, ich habe zwei weite 6 Uhr. Achtung, ich schleppe zwei Feindjäger mit mir mit. Victor. Ja, entweder kümmern ihr euch um die oder wir schleppen sie mal weiter, bis er Punkt 3 erreicht hat. Machen sie dann platt. Sehen sie nicht mehr? Sehen sie noch? Also ich sehe gar nichts. Ich gucke auf Roland. Der schießt. Roland ist frei momentan. Okay. Guck ich mal, wie ich krieg da hin. Naja, wenn Roland jetzt einen Kreis zieht, kommen die schon ran. Also ich habe einen oberhalb, jetzt das, bist du da. Ich wackel. Ne, ich sehe da, ich sehe bloß einen Punkt. Ja, wenn er über Lisa dreht, bin ich das, ja. Ich sehe ja, Roland. Okay. Achtung, ich habe Kondens oberhalb. Wer ist denn Kondensstreifen? Das bin ich, ich zieh Kondens, ich zieh Kondens. Leute, ich zieh Kondens. Okay. Gut. Eins, zwei Mann Kondens oder einer wird. Ja, ich komme gleich über Roland rüber. Steffen, muss mal gucken, ob ich zwei Maschinen dann hierher ziehe. Ja, ich check das mal. Ich bin über Roland gedreht mit ihm. Ich ziehe Kondens jetzt. Ja, du bist die erste ist frei, der rechts von Roland ist. Und der andere ist, ja, negativ. Ich sehe nur einen Kondens. Eine Maschine unter mir. Bist du das? Ja, das bist du sein. Ja, ich bin in der Nähe von Roland. Ja. Scheint frei zu sein. Danke. Also du hast hinter dir keine Kondens, ist alles sauber. Das war ein Jagd, Achtung. Ich bin glaube ich hinter Steffen. Jagd geht noch nix. Nix sind schlimmer. Ja, hinter mir? Kann sein, mach mal kurz Rolf Lisa. Du gehst gerade über Rolf, ne? Ja, das bist du. Steffen, wo ist denn Roland? Unter mir, genau. Ach, unter erkannt. Ist der schon wieder auf Kurs, ne? Okay. Ja, der fliegt jetzt wieder auf. Du bist frei. Ist der schon wieder auf Kurs? Ja. Der geht wieder auf Kurs. Victor, ich drehe um auf 1-0. Land ist jetzt kurz vor dem Flugplatz. Bist du Kondens oben noch? Hast du Kondens? Ich glaube ja. Okay, dann bist du da. Okay, dann ist gut. Kurz vor dem Flugplatz hast du? Ja, jetzt ist er über dem Flugplatz. Dem langgezogen ist einer Bahn, ne? Ja, der große. Victor. Der Nord-Süd ausgerichtet ist, ne? Der kleine auf der östlichen Seite ist ja West-Ost ausgerichtet. Jetzt habe ich noch die. Ach, da ist er. Ich sehe ihn vor mir. Oh, weit weg. Aber wir haben alles richtig gemacht. Wir haben uns nicht runterschrauben lassen. Olaf befindet sich immer noch in einer Kurve. Im Vollkreis über Rolf. Ich hoffe, dass sich ja bald abhaut. Bei Flak. Geht das schon wieder auf Kurs hin? Gleich. Ja, jetzt geht
weiter auf Kurs, hat seine Kurve geflogen. Roland ist jetzt über diesem komischen Feld, was wohl? Da ist ja wohl so 1, 4, 5. Habt ihr gehört? Jetzt ja. Hörst du ihn? Ich bin neben ihm, rechts neben ihm, ja. Ah, dann sehe ich dich, ja. Sehr schön, dann bin ich auf deiner 7 Uhr, 8 Uhr, gleiche Höhe. Ja, bis auf meiner weiten 6, okay. Ich habe gerade mal 100 km/h in Höhe getauscht. Ich Einbrecher bei mir gerade. Ja. Achtung, Steffen. Ja. Ja. Okay. Okay. Wir begleiten Roland noch bis Cäsar. Jensi? Ja? Hast du es gerade gelesen? Nee, was denn? Bei Cäsar wurde schwere Flak gemeldet, die muss vernichtet werden. Ist natürlich doof, dass wir nicht zwei Rotten sind. Du weißt, wo wir sind? Du siehst Cäsar auf der Karte, richtig? Ja, ich weiß auch, wo Cäsar ungefähr ist. Ich habe den See erkannt, den markanten. Geh runter, such Cäsar, finde ich die Flak. Victor. Ich lasse dich zwar ungern alleine, aber ich weiß nicht, wie ich das gerade anders machen soll. Wenn du Hilfe brauchst, sprich Jäger unten haben solltest, dann musst du das sagen, ja? Ja, und immer auf deine 6 Uhr gucken. Da, wo die Don sich teilt, da muss ungefähr die Flak sein, ne? Ich weiß nicht. Genau da, wo der Übergang steht. Genau da, wo der Übergang gemeldet ist. Da irgendwo. Ja, bestimmt an dieser komischen Brücke, die da rüber geht. Das Doofe ist nur, genau. Ich kann die Flak nicht ablenken, ne? Ja. Nee, das ist eine schwere Flak. Das ist eine schwere Flak. Keine leichte. Das heißt, wenn du flach reingehst, ist es eigentlich Krieg. Ja. Das, was dir André gesagt hat. Wenn du von oben kommst, dann hat sie einen schmaleren Richtwinkel. Du aber von tief kommst, so schnell kann die nicht drehen. Jensi, der Kontakt noch auf 6 Uhr. Bist du das hinter uns? Weit? Ich bin schon vorne. Steffen, wir haben eine 6. Wir haben 2 6, Steffen. Ja, ich hab's, ich sehe sie. Okay, ich zieh hoch. Okay, ich mach ebenfalls Jojo hoch. Ja. Achtung, der kommt noch bei mir Scheiße, rein. Scheiße, Mann. Er geht mich an. Ja, ich sehe ihn, Steffen. Beide geht auf mich. Oh, beide gehen auf dich, Okay, ich drehe wieder hoch, ich schraube wieder. Okay, ja, der Erste hat überschossen. Mix, aufpassen. Ja. Scheiße. Mix der Mick, okay, überschossen. Dritte Mick. Drei, wir haben drei hier, oder bist du da? Siehst du gerade? Nein, ja, ich schieße. So, noch mehrere, hallo, was ist hier los? Pass mal auf. Du bist frei, ich habe hinter dir eine, die gehe ich jetzt an. Nee, ich hänge dabei, ich bin nicht fest. Ja, aber du hast noch hier eine dritte, da bin ich gerade dran. Nein, das ist dein Ernst. Doch, das ist mein Ernst. Victor. Okay, ich habe die Flak gerade erkannt. Zwei Mix vor mir. Ja, schön, solange wie du vor dir hast, ist gut. Ich habe die eine hier oben, ich bitte die. Achtung, jetzt geht's runter. Na. Okay, die eine raucht. Oh, gut so. Da haben wir, sehen wir wenigstens. Okay, die geht runter, ich bleib oben, ja. Wo bist denn du?
deine Position etwas tiefer. Ich habe den Flugplatz linke Seite. Ich habe 6. Wer bist du? Ich kann es gerade nicht sagen. Über der brennenden Ortschaft eine Mitte. Nein. Okay, nimm du die rechte, ich nehme die linke, okay? Ja. Scheiße. Was ist denn los? Ich bin im Arsch, ich bin tot. Nein. Zu spät hochgezogen. Du bist tot? Ich habe die Flagge aber bekommen. Du bist tot? Ja. Nicht dein Ernst.